Als Nächste freue ich mich, die Kirsten Kappert-Gonter begrüßen zu dürfen, drogenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, und ich überlasse ihr einfach mal die Bühne. Herzlich willkommen. Moin. Moin Hanfparade, moin liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, heute hier zu stehen. Wie oft haben wir hier schon gemeinsam demonstriert, wie oft habe ich hier auch gemeinsam mit euch gesagt, die Prohibition ist gescheitert, sie ist gescheitert und sie wird demnächst Vergangenheit sein. Im Namen der Prohibition sind unzählige, tausende, abertausende Menschen kriminalisiert worden. Das ist nicht richtig. Es sind unendliche Ressourcen bei Polizei und Justiz verschwendet worden, ohne irgendeinen sinnvollen Effekt. Und was für mich als Ärztin das Allerschlimmste ist, die Prohibition verhindert den Jugend- und den Gesundheitsschutz. Und darum ist es so wichtig, dass wir das, was wir historisch erreicht haben, nämlich, dass in diesem Koalitionsvertrag die kontrollierte Freigabe von Cannabis für diese Legislatur drinsteht. Und wenn ich sage, was wir historisch erreicht haben, dann ist das, dass wir das gemeinsam erreicht haben. Das konnte keine Person, keine Partei, niemand alleine. Das konnten wir nur gemeinsam erreichen. Und das, was wir da jetzt vorhaben, das ist unser gemeinsames Vorhaben und das, was wir gemeinsam erreicht haben. Und wir wissen, ich weiß, dass viele von euch sehr ungeduldig sind, und ich kann euch sagen, ich bin auch ungeduldig. Ja, ich finde auch, das könnte alles viel schneller gehen, aber ich weiß auch, und das wissen auch viele von euch, die hier stehen, wie mühsam politische Prozesse sind und wie sorgfältig dieser parlamentarische Prozess jetzt gemacht werden muss, damit das gelingt, was wir gemeinsam haben wollen, nämlich, dass erwachsene Menschen künftig legal Cannabis rauchen können, konsumieren können und auch wissen, was sie konsumieren, dass ihr sicher sein könnt, was ihr da konsumiert, und dass ihr sicher sein könnt, dass das frei ist von irgendwelchen Streckmitteln, frei ist von synthetischen Cannabinoiden. Und darum, und das sage ich hier in aller Deutlichkeit, ist aus meiner Sicht es elementar, dass wir gemeinsam mit den lizenzierten Fachgeschäften auch den Eigenanbau zulassen. Und ihr habt es gehört, was Burkhard Blinert gesagt hat. Der Prozess läuft. Dieser Konsultationsprozess mit Hunderten von Expertinnen und Experten, das ist nicht egal. Denn die Prohibitionisten, die sind nicht nur hier draußen überall, ja, die sind auch im Deutschen Bundestag, und es werden bis heute Fakten verdreht. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, als die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dokumentiert hat, dass der Konsum gerade unter Jugendlichen gestiegen ist. Was wurde da als Konsequenz von den Prohibitionisten gefordert? Die Legalisierung auszusetzen. Das Gegenteil aber, liebe Freundinnen und Freunde der Hanfparade, ist richtig. Denn die Prohibition, die verhindert den Jugend- und Gesundheitsschutz. Und darum ist es so wichtig, dass wir gemeinsam jetzt auch den ganzen Weg gehen. Und ich möchte mich wirklich bedanken, dass wir auch heute hier die Hanfparade haben, und möchte zum Schluss euch nochmal erbitten, einerseits gemeinsam diesen Weg mitzugehen und andererseits aber auch die Menschen auf dem Weg nicht zu vergessen, die Cannabis als Medizin benötigen. Aus meiner Sicht sind wir alle gemeinsam da in einem Boot.
Und darum sage ich, gemeinsam sind wir stärker. Vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und so machen wir weiter. Tschüss. Ja, vielen Dank.